Hallo zusammen, ich bin Joel Leng, ich bin 16 und ich möchte Lehrling des Jahres werden. Ich bin auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen mit Zäu. Ich habe mich eigentlich erst ab der 16 so richtig interessiert für das Ganze. Vorher nicht unbedingt, aber dafür ist das Interesse auch jetzt sehr schnell gewachsen. Ich kann etwas merken, ich kann mit Tieren zu tun haben. Es ist vielseitig, man muss sich nicht nur auf etwas beschränken. Ich habe meine Bewerbung mit Hilfe von Ureza, das ist die Praktikantin, die dann im Stall ist, gemacht. Die hat mir sehr viel geholfen. Wir haben schon ein Zeit gebraucht. Also, sagen wir jetzt mal, die Grundidee ist ziemlich schnell gestanden, aber dann, die Umsetzung ist immer etwas anderes. So 4-5 Stunden habe ich insgesamt schon. Aber es hat Spass gemacht. Ich gehe auf den Waldhof in die Schule und Pflanzenbau finde ich sehr spannend. Also, wir sind hier bei meinem Lieblingsplatz vom ganzen Lehrbetrieb, hier auf dem Neuholz oben. Ihr seht hier eine wunderschöne Aussicht. Gut, man sieht den Kuhstall. Und hier haben wir noch etwas Grünzeug. Das sind Schlüsselblümchen. Wir bauen hier auch Ricola-Kräutchen an. Und dann bin ich auch etwa hier oben am Jetten. Und dann kann ich die Aussicht eigentlich immer ganz gut genießen. Wenn man ein bisschen schaut, was politisch so zu und her geht, das wird sicher nicht einfacher. Aber ich glaube, wir werden auch das meistern. Und es ist schlussendlich, man kommt nicht ohne aus. Also, die Lebensmittel müssen produziert werden. Und die Bevölkerung erwartet das von uns. Ich habe sicher vor, etwas noch eine Weiterbildung zu machen, wie zum Beispiel vielleicht auch ein Studium oder der Agrotechniker oder etwas. Und jetzt ziehe ich ins Ausland auch sehr, vielleicht auf Kanada oder Neuseeland noch ein halbes Jahr oder so arbeiten und sicher auch reisen. Ich mache Leichtathletik, also im Turnverein, nicht extrem professionell, aber es macht Spass auch mit den Leuten und alles. Korbbau auch. Also Sport ist ein grosses Hobby von mir. Ich möchte Lehrling des Jahres werden und ich fände es schön, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet, indem ihr mir eure Stimme gebt. Die Zeit bis jetzt habe ich sehr cool gefunden, mit selber ein Video produzieren und jetzt noch Interviews geben. Ich fände es cool, wenn ich das noch ein bisschen weitermachen könnte. Danke euch. Merci vielmals.